Mit einer neuen Tasse Kaffee begrüße ich euch zu einer neuen Folge A Link Between Worlds Randomizer, Leute. So, ich habe gerade gesehen, wir kommen hier oben in den Bergen auch noch nicht weiter. Ich glaube, die letzten zwei Maimais werden sich wahrscheinlich irgendwo da drüben verstecken. Also wahrscheinlich kommen wir schon weiter, aber irgendwo werden wir wahrscheinlich noch Maimais erstmal übrig haben. Kann ich auch noch auf die andere Seite fliegen? Wartet mal ganz kurz. Okay, ja, ich kann auch darüber fliegen. Das würde ich mal kurz machen. Ah, unten kann ich auch nochmal testen. Ich glaube, unten... Ja doch, unten kann ich vielleicht auch noch einen Maimai holen. Wir könnten auch hier in diesen Turm rein, ne? Da kann man ja auch ordentlich Preise erhalten. Ah, vielleicht kriege ich doch alle Maimais zusammen. Warte mal. Warte mal. So, das hier runter. Zack. Ah, ein Herzcontainer, okay. Ja, nehmen wir. Und dann hätte ich vermutet, dass wahrscheinlich... Momento. Hier unten ist bestimmt auch noch ein Felsblock, den ich hochheben kann. Da ist bestimmt auch ein Maimai drunter. Hundertprozentig. Vielleicht ist auch nicht so. Mal gucken. Ah doch, warte mal, hier drüben, ne? War das hier drüben nicht? Ah ne, warte mal, hier geht's nicht. Nee. Nee, nee, nee. Es muss hier unten gewesen sein. Oder auch nicht. Haben wir hier irgendwo noch einen Felsblock? Wo noch ein Maimai drunter sein könnte? Hier leider gar nicht. In der Höhle waren wir ja schon 20 Folgen. Sind da hin und her gefahren. Aber hier ist nichts weiter. Nee, und hier kann ich mich noch rüberziehen. Ich glaube, hier ist in der Lichtwelt noch was. In der Lichtwelt müsste ich auf jeden Fall nochmal hierher kommen. Ah, hier. Alles klar. Da ist es. Das letzte Maimai. Und ist auch in Real ein Maimai. Okay, cool. Na, da haben wir doch alle zusammen bekommen noch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier hin. Da haben wir unten jetzt noch hier diesen... Ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Wassersumpf. Mit zwei Maimais und hier oben noch im Wald. Aber ich glaube auch, dass es eher in den hinteren Gefilden des Waldes. Ah, ich glaube, ich muss in die Lichtwelt. Dann warte mal kurz. Ich gehe mal kurz in die Lichtwelt. So. Da müssten wir theoretisch jetzt ins Schloss rein. Aber können wir überhaupt schon ins Schloss rein? Da brauche ich doch erst alle... Ja, da brauche ich erst alle Edelsteine, ne? So, was sagt denn hier die Karte? Guck mal, hier ist auch fast gar nichts mehr übrig. Richtig cool. Ich freue mich. Das ist so gut. Aber auch im Sandlevel ist hier noch was zu holen. Okay. In der Wüste, meine ich. Cool. Ach, weil wir die Hexe befreit haben, kommt die jetzt vorbeigeflogen? Ja, normalerweise rettet... Nee, hä? Ja, was los? Was war das? Was haben wir hier normalerweise bekommen? Haben wir da irgendein Buch bekommen oder so? Tschüss. Alles klar. Okay. Eine merkwürdige Begegnung. Okay, ich würde erstmal die Schattenwelt fertig machen, oder? Obwohl, jetzt sind wir mal hier. Hier irgendwo muss auch noch was sein. Kann halt gefühlt überall sein. Aua. So, tschüss. Ah, oh, so geil. Ich liebe die Wirbelattacke hier, ne? Die ist so imbar. Ich freue mich so. So. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Aber, tschüss. Ba, 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 ba. Ich glaube, wir haben hier auch noch irgendwo große Steine gehabt, ne? War das nicht sogar hier? Dass wir hier irgendwo einen Felsbrocken hatten? Oh, hä? Das habe ich auch noch nicht geholt. What the heck? Okay. Oh, ein Herzcontainer direkt. Geil, es fehlt nur einer, Leute. Nice. Noch ein Herzcontainer, dann haben wir alle. Ich meine, ich fühle mich jetzt schon hammermäßig geupgradet. Feuerstab oder Schwert wären jetzt halt noch saugeil. Das wären dann jetzt so die Sachen, die ich mir noch wünschen würde. So, komm. Ah, der Köcher. Der Köcher ist auch geil.
Wir kriegen erstmal nur einen roten. Aber wir können jetzt theoretisch Bienen sammeln und Feen. Das ging vorher, glaube ich, nicht. Okay. Aber neues Item. Ist doch nicht schlecht. So, okay, dann sind wir hier auch durch. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir erledigen können? Es gibt ja immer mal so ein paar Sachen, die wir vorher nicht machen konnten, weil dies und das mal gefehlt hat. Aber ich glaube hier... Ich glaube, hier waren wir wirklich schon ziemlich vollständig, was das alles angeht. Aber... Ja, ich glaube, hier sind wir... Hier sind wir schon gut durchgekommen. Ah, guck mal, hier, das haben wir auch noch nicht geöffnet. Macht das irgendeinen Unterschied? Ne, ist nur das Tor, ne? Wahrscheinlich. Ich öffne es trotzdem mal kurz. So. Und hier war ja nur so ein... Genau. Das müssten wir auch schon erledigt haben. Jo, ich glaube, das Game neigt sich langsam dem Ende zu. Ich würde sagen, noch so 5 bis 10 Folgen. Oder was meint ihr? Ich glaube, viel mehr wird hier nicht mehr passieren. Okay, ich würde jetzt hier, glaube ich, erstmal wieder in die Schattenwelt gehen. Weil hier haben wir jetzt erstmal wieder alles erledigt. Kann übrigens sein, dass die letzte Folge ein bisschen stimmlich anders war. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe auf jeden Fall neue Kopfhörer. Und ich musste die erst ein bisschen einstellen. Weil ich fand, ich habe mich ziemlich sehr selber gehört. Und kann sein, dass ich da ein bisschen komisch geredet habe oder leise geredet habe. Nur zur Info. So, warte mal. Ich glaube, wenn ich jetzt hier einfach nach rechts gehe, komme ich ja auch nochmal auf diesen einen Pfad, oder? Hier müsste jetzt auch keiner sein, der mich ärgert. Außer die zwei. Aber hier könnte theoretisch auch nochmal was sein. Alter. Warum bin ich jetzt eigentlich nicht hier in die Schattenwelt nochmal gegangen? Ich war doch eben hier. Ich hätte auch einfach in die Schattenwelt gehen können über den Riss. Naja. Egal. Ja, entweder hier oder halt oben da, wo die Soras normalerweise waren. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eher bei den Soras. Weil hier sieht es mir dann doch nicht so aus, als ob wir hier noch was machen. Ja, hier ist nur eine Fee. Okay. Ja, aber ziemlich cool, ne? Wir kommen sehr, sehr nice voran. Insgesamt sind es jetzt nur noch hier 3 Maimais und ich glaube, in der Lichtwelt sind es auch nur noch 3 Maimais. Und dann haben wir alles. Wäre cool, wenn wir noch irgendein schönes Item bekommen. Aber ich glaube, wir werden eher die restlichen Items so in den Dungeons erhalten. Wir haben jetzt auch nicht so viele krasse Items von den Maimais bekommen. Wir haben das doch eher in den Dungeons, glaube ich, gefarmt. So. Ja, wie gesagt, ich denke, hier oben bei den Soras wird sich irgendwo das letzte Maimai befinden. Wahrscheinlich auch irgendwie unter einem Stein oder so. Weil das sind so die Sachen, die wir halt noch nicht so lange haben. Ach nein, ich muss hier auch erst in die Lichtwelt. Okay, das ist doof. Okay, dann gehe ich hier nochmal in die Lichtwelt und dann muss ich da hinten in die Schattenwelt. Ah, ist immer so umständlich. Manche Sachen sind sehr, sehr umständlich. So, dann machen wir es halt so. Aber hier komme ich jetzt auch nur in die Lichtwelt, richtig? Hier komme ich jetzt nicht nochmal hoch, oder? Oder gibt es hier irgendeine Möglichkeit, wieder rauszukommen? Nee, ich glaube nicht. Ach, Menno. Ah, ich kann auch ganz schön weit schwimmen dafür. Hier ging es noch in eine Höhle rein. Was war denn in der Höhle drin, ne? Wartet mal. Ich bin gerade so ein bisschen auf Entdeckertour, ne? Merkt ihr? Okay, war nur irgendwas drin wahrscheinlich, aber ansonsten nichts von größerem Mehrwert. Ich werde hier mal kurz den machen. Geht ein bisschen schneller als zu schwimmen. Ja gut, dann müssen wir erstmal hinten wieder raushoppen irgendwo. Bam. Da-dum.
So, hat man hier nicht einen Ausstieg? Mir war so. Ja, okay. Dann können wir erstmal hier wieder raus. Dim, dim, dim. So, und haben wir hier drinnen noch irgendwas? Hallo, liebe Hexe. Hast du uns irgendwas Neues gebraut? Okay, die will irgendwas. Oder erzählt zumindest irgendwas. Hat irgendwas mit Irene zu tun, ne? Wir kriegen aber... Ja, wir kriegen nichts weiter. Wollen wir uns hier nochmal irgendwas mitnehmen? Einfach mal eine Red Potion. Und in der Schattenwelt kann man das, glaube ich, verbessern, oder? Mir war irgendwie so. Ach nee, wir brauchen hier direkt die Monsterteile dafür. Ja, ich hole mir mal ein bisschen was, ja? Einfach mal so just for fun, dass ich ein bisschen was dabei habe. Ich meine, Damage brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was macht das hier? Ich mach glaube ich, immun, ne? Ich nehme trotzdem mal ein paar Tränke mit. Weil ich denke, wenn wir dann später diesen Turm machen, da können wir das gut gebrauchen. Was macht denn eigentlich das blaue Elixier? Füllt alle Herzen auf? Ja. Dadurch werde ich eine kurze Zeit unbesiegbar. Wie lange? Weiß das jemand? Kennt jemand die Zeit, wie lange das geht? Nur einen kurzen Moment. Also für einen richtigen Gegner ist das Gold wert. Weil manche Gegner machen halt echt abnormalen Schaden. Also ich will mindestens noch ein Upgrade fürs Schwert haben. Es gibt nur ein Upgrade, oder? Ah, nee, wir können... Boah, es gibt noch sau viele Upgrades. Guck mal. Also keine Ahnung, was der Stern bedeutet. Aber hier 1, 2, 3, 4. Und hier gibt es noch einen Stern. Ich glaube, das ist die Wirbelattacke. Kann das sein? Also eigentlich fehlen uns noch 3 Upgrades. Heilige Scheiße. Ja, die sollen langsam mal kommen. Weil vorher würde ich ungern die Höhle machen. Tatsächlich. So, hier würde ich jetzt mal in die Schattenwelt gehen. Miau. So. Denn ich denke hier irgendwo... Ne, hier drunter auch nicht. Ich denke hier irgendwo wird sich wahrscheinlich das letzte Mal befinden in der Schattenwelt. In dieser Ebene. So, kannst du ja eben mal drauf machen. Ich denke hier oben irgendwo. So, schauen wir mal. Haben wir hier... Hier ist tatsächlich nichts los, ne? Die Gegner hatten wir auch alle schon mal besiegt. Okay, wo befindet sich das letzte Maimai? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es nirgendwo gehört. Dann muss es ja doch irgendwo im Schattenreich dann noch sein. Im Schatten-B-Reich. Also hier irgendwo beim Dark Palace. Oder... Ich habe zumindest gerade keine Ahnung, wo es sonst noch sein soll. Den Rest bin ich eigentlich alles abgegangen. Ah, okay. Die Gegner sind auch verschwunden. Das heißt, ich kann mich jetzt hier auch vollkommen in völliger Ruhe umsehen. Das ist angenehm. Ja, das ist schön, dass die Wachen weg sind. Dann kann ich hier wirklich mal vollkommen chillig ein bisschen rumlatschen. Die Mucke. Habe ich hier irgendwas übersehen? Oder konnte ich etwas nicht mitnehmen? Das ist wirklich meine einzige Idee noch, dass hier was ist. Ansonsten soll das letzte Mal mal sein. Hi. Hält auch nur 4 Schläge aus. Ist jetzt nicht so viel. So, hier ist auch nichts weiter. Ha. Oh Gott. Sorry. Das war mein Wecker. Der hat Stress gemacht. Jo, also hier war jetzt auch nichts. Ich höre auch nichts piepen oder so. Warte mal, Herzchen nehmen wir mit. Und hier geht's wieder raus, ne? Ja, hier geht's wieder raus. Hä?
Nö, ich höre hier nichts. Hä, wo soll es denn sein? Das letzte Mai. Was habe ich übersehen? Hier waren wir ja auch schon. Hier war ja auch nichts mehr. Ich höre nichts piepsen. Okay, wir halten uns gerade viel zu lange für das Maima hier auf. Aber mir fällt tatsächlich gerade gar nicht ein, wo es sein soll. Was habe ich denn übersehen? Hier geht's auch schon in die falsche Ebene. Da war mal überall. Zack, zack, zack. Ne, hier unten. Ne, hier unten war auch nichts. Ne. Weil da unten sollen auch noch zwei Stück sein. Da gehen wir auch noch hin. Aber ich will erstmal das eine hier finden, ne? Erstmal eine Sache fertig machen. Nö, ich höre hier nichts. Auch hier im Wasser ist nichts los. Unter dem Felsblock haben wir auch nichts. Da fängt ja auch schon die nächste Ebene an. Und hier ist auch... Hä? Okay, warte mal. Ich habe noch ein Guess, wo ich glaube, ich vergessen habe nachzugucken. Warte mal. So, machen wir kurz weg in die Lichtwelt. Ah, einen schönen Schluck Kaffee trinken. Und wir gehen nochmal. Wir gehen nochmal nach oben. Ja, das schreit, glaube ich, noch ein bisschen Überlänge heute, ne? Damit es nicht zu langweilig für euch wird. Ich glaube wahrscheinlich in dem Bereich hier, weil ich war hier nicht. In dem Bereich war ich nicht zugange in der Schattenwelt. Ist gerade noch das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten waren wir überall. Hier quasi. In diesem Bereich. Okay, ich höre es, aber wo ist es? Da! Du mieser Verräter! Und dafür kriege ich ja nur 20 Rubine. Toll! Ja, keine Sorge, Leute, wir machen ein bisschen Überlänge. Die Suche war jetzt echt lang. Und gehen direkt mal hier unten hin, würde ich sagen. Denn da sollen auch noch zwei Stück sein, die letzten in der Schattenwelt. Oder in Lurule, wie er sagt. So, ich glaube, das hier wird auch der nächste Dungeon werden. Da bin ich mir relativ sicher, dass das der nächste Dungeon werden wird. So, komme ich denn hier irgendwo wieder raus? Wir müssten jetzt quasi einmal die Strecke hier abkrabbeln und dann links die Strecke. Raus hier. So, gucken wir hier oben mal. Ich denke, war... Warte mal, der hier. Da war, glaube ich, mal einer drin. Haben wir hier noch Steine? Wir haben hier keine Steine. Okay, krass. Was haben wir hier drin in der Höhle? Auch nur eine Feenquelle. Ich glaube, ich würde hier mir mal... Ne? Zack. Put in a bottle. Wie viel Platz haben wir noch? Okay, wir sind voll. Hehe, geil. Okay. Haben wir hier irgendwo noch irgendwas? Zwei Maimais, ey. Die uns hier noch fehlen. Aber hier sieht's tatsächlich auch ziemlich leer aus. Nö. Hier ist auch nichts los. Ich wünschte, man könnte... Ah, man kann ein bisschen schneller schwimmen, okay. Bisschen. Geringfügig. Okay, hier ist eins, oder? Jo. Oh, jawoll. Da ist sie endlich. Oh, geil. Ich liebe diese Tasche. Aber die kann ich hier nicht auswählen, oder? Die Tasche? Ich
glaube nicht. Nö. Ich sehe es zumindest nicht, dass man hier irgendwie eine Tasche auswählen kann. Aber die ist natürlich Gold wert. Denn jetzt können wir endlich zwei Items draufpacken und haben einen neuen Knopf, den wir belegen können. Leute, wie geil ist das denn bitte? So, pass auf. Ich würde einfach mal so machen. Für die Standardkonfiguration. Ah, okay, das hat sich gelohnt. Wie, darf ich hier nicht drauf? Okay. Na, dann halt nicht. Ah, ich glaube, um das letzte Maima hier zu bekommen... Guck mal, hier ist erstmal ein Herzteil. Und ich glaube, auf der anderen Seite... Ist hier nicht ein Stein? Nee, okay. Ich hatte gerade den Guess, dass hier noch ein Stein war. Den man einfach hochhebt und da ist das Maima drunter, aber nein. Das ist es tatsächlich nicht. Da muss ja doch irgendwo hier sein. Haben wir hier noch irgendwas zum Hochheben? Hier ist eigentlich auch nichts. Hä? Aber hier soll noch eins sein. Hier oben... Ne, hier oben ist dann schon wieder anders. Hä? Okay, hier war ich auch noch nicht. Lol. Sehr interessant, dass man alles verpasst, oder? Aber jetzt halt auch nichts weiter. Okay, ich dachte, ich habe jetzt auch was gefunden noch, aber hier war leider nichts mehr. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ist hier vielleicht noch ein Maimai oder so unterwegs? Schon wieder irgendwie so komisch. Wo ist das letzte Maimai? Warum habe ich das noch nicht gefunden? Das ist merkwürdig. Okay, warte mal, haben wir hier irgendwo noch... Hier war auf jeden Fall auch mal eins. Okay. Die Überlänge hat eingesetzt. Aber sind jetzt auch nicht so Steine oder so, dass ich hier irgendwas hochheben muss. Nö. Also das ist ganz merkwürdig manchmal. Hätte ich hier vielleicht nochmal irgendwie... Oh. Es ist bestimmt da oben, ne? Bestimmt ist das da oben. Okay, warte. I'm on my way. Aber wir haben nice Items bekommen in dieser Folge. Ich bin echt happy darüber. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir die letzten in der Lichtwelt. Und dann Turtle Rock, würde ich sagen. Nö, tatsächlich nicht. Hä? Oh, shit. Oh Gott. Hä? Wo soll es denn noch sein? Dann kann es ja eigentlich nur noch da hinten im Wasser sein, oder? Weil ich war jetzt sonst überall. Du. Nur hier ist, war ich nicht. Aber hier ist auch nichts. Hä? Ich bin... Jetzt hab ich's gehört. Ich hab's gerade gehört. Hä? Da oben. Hä? Wie komm ich denn da hin? Ich muss auf jeden Fall von der anderen Seite herkommen. Hey, wie komme ich denn da hin? Lol. Okay, warte. Wie kommt man da denn hin? Das ist auf jeden Fall irgendwie von der anderen Seite. Geh mal ganz kurz gucken. Ah, ich mache schon wieder die falschen Schwimmbewegungen. Irgendwie hier so. Ah, okay. Ich muss hier und dann... Ne, warte mal. Hier kann ich auch nicht aussteigen, ne? Ne, hier kann ich nicht weiter... Hä? Ich bin gerade verwirrt.
mega verwirrt. Hey, wie komme ich denn da hin, Leute? Hä? Wie kommt man denn an dieses Mai Mai? Muss ich da irgendwie über die Lichtwelt rein? Und ist da irgendwie was in den Schatten verborgen? Okay, ich glaube, Mission Mai Mai ist gestartet. Das holen wir uns noch in der Folge. Und danach würde ich die Folge beenden. Aber das würde ich jetzt schon noch gerne irgendwie rauskriegen, wie wir an dieses Mai Mai kommen. Guck mal, hier ist auch nichts. Hier vielleicht, warte mal. Das könnte sein. Jo, okay. Alles klar, da haben wir's. Leider nur noch mal 20 Rubine. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu Links Haus. Ne, nicht dahin. So. Schwappen noch mal kurz rüber in die Lichtwelt. Schauen uns dann noch mal an, was wir jetzt im nächsten Part noch zu tun haben. Und dann geht's in Turtle Rock rein, würde ich sagen. Ja, das ist der Plan. So, auf jeden Fall haben wir schöne Items bekommen, diese Folge. Und bin sehr zufrieden. So, was haben wir noch zu tun? Wir haben noch 3 Stück. Jeweils in einem anderen Gebiet. Das gehen wir in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zu A Link Between Worlds Randomizer. Tschüssi, Leute.